Ein herzliches Willkommen zu unserem Rennen der F1 2022 Mega Season. Wir sind in Imola, in der Provinz Emilia Romagna. Eine sehr tolle Rennstrecke, wirklich sehr traditionell und vor allem natürlich auch eine Mega Geschichte. Sehr traurig leider auch, aber heute wird auch ein Mega Rennen hier erwarten. 4,9 Kilometer, 19 Kurven, aber leider nur eine DS-Zone. Das Rennen gestern war. Das Rennen am Sonntag war ziemlich langweilig, würde ich mal sagen. Es gab zwar den ein oder anderen Überholmanöver, aber auch, ja, dass man das DS viel zu spät irgendwie aktiviert hat. Vor allem auch, dass man nur eine DS-Zone hat. Ich meine, in Australien hat man wollte man vier machen und hier nur eine. Also ich hätte gesagt, zwischen Kurve 14, 15, also zwischen Kurve 15 und Kurve Nummer 16, also dieser Knick runter zu diesem Mini-Motodromo, da wäre auf jeden Fall ein kleiner DS-Sektor gegangen, auch wenn keine Überholmanöver, aber man hätte sich dran robben können und dann nach diesen zwei Linkskurven auf Start und Ziel vielleicht noch ein Ticken besser überholen können, aber die Strecke ist halt sehr eng und lässt nicht viel Überholmanöver zu, das war auch klar. Max Verstappen startet auch bei uns von Ernst. Wir werden von zwei mit Sebastian Vettel an den Start gehen. Ich bin sehr gespannt, was da heute drin sein wird. Hamilton und Bottas hinter uns, eine Mercedes-Reihe, Perez und Leclerc. Dann haben wir Norris und Carlos Sainz Jr., Gasly und Ricciardo auf dem 11. Platz. Dann Fernando Alonso und Yuki Tsunoda, Ocon und Stroll. So, George Russell und Kimi Räikkönen, dann Giovinazzi und Latifi in den letzten Startreihen. Keine große Überraschung, mit damals noch dem schlechtesten Auto überhaupt. Mick Schumacher vor Nikita Mazepin und auch das hier ist keine Überraschung, dass man Mazepin genauso schlecht gemacht hat wie in Wirklichkeit. Und die fünf roten Lichter, sie beginnen zu leuchten, links neben uns Max Verstappen. Im Trockenen heute man und unser Start war so grottenschlecht, ähnlich wie Leclerc gestern. Links der Mercedes, rechts der Mercedes und rechts nochmal der Ferrari und da haben wir, oh mein Gott, Mann, was macht Leclerc hier? Der zieht, das war so unnötig, Mann, das war so dumm. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, aber ich wollte abdecken und der zieht mir da vors Auto, also wenn ich mich da nicht abbremse, da fliegst du ab, aber in so einen hohen Bogen, deswegen, also, ja. Was sagt ihr? Wer hat da die Schuld dran? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare, aber ach du Scheiße, Mann, Leclerc. Das war richtig scharf knapp. Unser Start, mies, schlecht und auch die erste Kurve, alles andere als gut. Deswegen, ja, auf dem 9. Platz von 2 zurückgefallen, 7 Plätze schlecht gemacht. Den Startplatz von, ja, Sebastian Vettel vom gestrigen, also vom Rennen am Sonntag und ja, jetzt heißt man wieder zurückkommt, sich sammeln vor allem. Ein, zwei Runden wird schon dauern, um sich mal ja die Rennpace anzugewöhnen. Aber hier kommen wir mal gut an Carlos Sainz dran. Nur auch keine zu gewagten Überholmanöver ja machen, sonst ja, es hilft nichts, versteht ihr? Es hilft nichts, wenn man dann so dumm irgendwie reinsticht und dann noch irgendwie Flügelschaden oder so hat, die Nerven nicht verlieren. Wir haben ein langes Rennen vor uns, 32 Runden. Ihr seht natürlich nur das Best-of, also so alle Szenen, die sehenswert sind, so, nur wo nicht so rundenlang hinter einem hinterher hing. Jetzt erste Kurve, wagen es wir, sehr spät gebremst, aber da können wir vorne bleiben. Jetzt sind wir in der achten Position, Blödsinn, in der zweiten Runde und hängen hier an dem Heck von Pierre Gasly dran. Ich möchte nicht rechts überholen, sonst verhungerst du, links reinstechen und das bringt was. 7. Platz. Die Aufholjagd, sie möge beginnen. Max Verstappen stellt sich ran und Lewis Hamilton und der behält sie auch aktuell mal. Und jetzt haben wir mal wieder fast ein Sekundenloch. DRS ist noch nicht, also ist schon aktiviert, aber man darf es noch nicht benutzen. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Runde fahren. Vielleicht können wir schaffen, uns da dran zu robben. Erste Kurve bin ich jetzt nicht der Meister. Ihr seht es euch vielleicht, da bin ich, oh mein Gott, leichter Quersteher hier. Muss ich fast den Sausage Cup mitnehmen. Eine Zehntel trotzdem an Perez aufgeholt. Der hängt da hinter Norris und Leclerc fest. Und da gehen sie miteinander in die erste Kurve. Wir bekommen DRS und Perez wird da von außen, ja, der verhungert da außen. Und zack, was für ein cleanes, auslenken. Aber hier müssen wir Perez nochmal ziehen lassen.
Und, oh du Scheiße, ein so fetter Fehler hier drin. Da müssen wir gleich mal abdecken gegen Pierre Gasly, der auch schon mittlerweile aufgeholt hat. Irgendwas hat's da vorne. Leclerc ist verdammt langsam. Flügelschaden kann ich ausschließen. Ich glaube nicht, dass der 4 Runden lang mit einem Flügelschaden weiterfährt. Naja, vielleicht stimmt die Pace auch nicht beim Ferrari. Trotzdem, ach du Scheiße, Mann. Wir sind da so in einem, in einem DS-Zug drinnen. Außer Leclerc darf es eigentlich jeder benutzen. Und Pierre Gasly, ja, ich weiß nicht genau, ob der uns da angreifen kann, wird, vorbeigehen wird. Ich bin verdammt gespannt, was da auf Start und Ziel passieren wird. Perez mittlerweile vorbei an Leclerc, aber jetzt sind wir in Schlagdistanz. Jetzt geht's an den Ferrari dran, an die Schicksalskurve von Leclerc gestern, wo er den... Mann, ich sag immer gestern. Sorry, Leute, natürlich am Sonntag. Hier, wo er gestern... Ja, diesen Fehler drin hatte und am Sonntag den Fehler drin hatte und sich weggedreht hat. Salala. Und hier links und nochmal links und wir könnten gleich ein bisschen davon profitieren, dass Checo Perez ja ein bisschen fightet mit Lando Norris oder Norris macht es ihm ganz leicht. Aber auch ähnliche Verhältnisse, aber Norris hat es ihm leider ganz leicht gemacht. Wir werden hier ein bisschen, ja, zurückgehalten. Hier macht jetzt Norris den Mexican Minister of Defense. Hoffentlich können wir das schnell umgehen und boah, das, wir trauen uns hier. Oh mein Gott, und was macht Norris hier, Mann? Was macht Norris? Das war sehr komisch. Eine sehr weirde, ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Norris, das war komisch, Mann. Das war sehr komisch. Aber er kommt wieder zurück. Das lässt er sich nicht bieten. Ja, dann müssen wir mal zurückstecken in der ersten Kurve, weil die echt eng ist und ich will da nicht reinstechen und unnötig irgendwie wegdrehen. Die KI ist nicht stark trainiert auf Imola, muss ich leider auch sagen. Trotzdem, also auch die Formel 1 hier, sehr komische Rennen sind das immer. Viele Unfälle, immer wieder Regen und so weiter. Macht natürlich Spaß zum Angucken. Das Rennen an sich war jetzt... Oh, der rutscht ja schon, aber trotzdem ein bisschen besseren Exit wie ich. Nein, doch nicht. Nein, wir kommen hier schön dran. Immer wieder weirde Rennen. Man hat trotzdem hier verlängert. Also man wird bis 24 hier fahren. Oh mein Gott, da fahren wir innen. Ja, da hat er auch komisch abgedeckt. Innen abgedeckt. Man fährt da sowieso nicht innen rein. Aber uns freut's. Unsere Reifen sind schon ein bisschen durch. Deswegen entscheide ich mich für den Undercut gegen Sergio Perez. Dass wir uns den mal ersparen, werden wir früher reinkommen, rot holen und dann nochmal rot. Das ist eine komische Strategie, ich weiß. Aber ich möchte mit den weißen Reifen nicht fahren. Deswegen werden wir zweimal rot gehen. Es ist wahrscheinlich eher viel Überholmanöver Norris. Alter, habt ihr euch das angeguckt? Der fährt uns hier richtig vors Auto. Das war regelwidrig eigentlich. Also normalerweise ist es nicht erlaubt, dass man, ja, man bekommt da blaue Flaggen, Warnung und so weiter. Das war echt komisch von Norris gemacht. Das hätte echt in die Hose gehen können, Norris. Echt in die Hose. Salah. Und hier wieder gleiches Bild, wir haben es nicht geschafft, Norris nämlich auch reingefahren und der hat uns hier wieder überholt, also der holt sich auch rot geholt. Wir fahren also mit der gleichen Strategie, ich hoffe die Vorderen, also auch Verstappen, Hamilton, Bottas halten die Strategie, weil das würde ich jetzt nicht feiern, wenn die auf weiß gehen würden, die würden nämlich durchfahren und wir hätten die doppelte Arbeit oder wir werden wahrscheinlich da gar nicht mehr irgendwie drankommen. Latifi ihm vorbeigehen, der hat natürlich auch die alten Lutscher noch drauf. Da kommen wir locker vorbei. War natürlich auch ein Segen. Ach nein, Bottas hat weiß. Und auch Perez hat den weißen Reifen drauf. Du kleiner Nein, Mann. Immerhin haben wir uns hier mal in der 14. Runde an Bottas dran gekämpft, die verdammt langsam unterwegs sind. Aber unsere Reifen... Die Kurve ist eine Inspiration für dumme Manöver der KI, wirklich. Die Kurve ist eine so fette Inspiration. Die KI macht hier schon wirklich das zweite, dritte Mal so komische Faxen, dass man sich denkt so, das ist nicht mal echt. Verstappen ist Gott sei Dank auf meiner Strategie. Das Problem ist, nur Verstappen ist auf meiner Strategie. Die anderen, alle, haben weiß hier vorne. Perez, Hamilton und auch Bottas. Alle werden wir nochmal überholen müssen nach dem Boxenstopp. Vielleicht können wir uns, ich habe schon geplant, so bis Runde 21 draußen zu bleiben. Und vielleicht können wir uns einen Tick absetzen. Norris hat gerade... Norris fährt auch auf deine Strategie. Guck dich das mal an, wie der kann sogar Perez überholen. Und da geht es jetzt hin und her ab Start und Ziel. Hin und her Richtung Kurve 5, 6. Aber
Ich glaube, ja, das gut bessere Ausgehen für Perez. Wir haben es wirklich geschafft, einen 15 Sekunden Vorsprung zu Perez rauszufahren. Verstappen haben wir auch gut angefahren. Und jetzt geht's in die Box für Verstappen. Ich möchte noch 2-3 Runden draußen bleiben. Zuerst war eigentlich der Plan, einen Undercut gegen Verstappen. Aber wir fahren nicht gegen Verstappen. Wir fahren gegen Hamilton, Bottas, Perez. Und vor allem fahren wir jetzt in erster Linie gegen Sergio Perez, weil er der 16 Sekunden, da wäre es echt noch cool, sich die 2-3 Sekunden, vielleicht auch die 25 Sekunden rauszufahren, wird aber nicht reichen. Also ich habe auch hier gehofft, DRS, Safety Car, Virtual Safety Car, irgendwas, dann wäre ich wahrscheinlich als Vierter rausgekommen, also hinter Bottas, ist sich aber nicht ausgegangen. Wir haben hier mal im Vorbeigehen die schnellste Rennrunde geholt, was mich echt freut, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also, dass wir so zu einem so späten Zeitpunkt noch die Fastest Lap holen, das hätte ich nicht geglaubt. Und hier geht's nochmal raus. Wir haben jetzt 20 Sekunden zu Perez. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Wir müssen mit angefangenen Roten fahren oder Gelb. Meine Intuition war auf jeden Fall, wenn wir schon so lange fahren, dass ich mir auf jeden Fall die Roten nochmal hole. Das sind auch nur 5%. Perez vorbei und wir sind ganz, ganz knapp hier. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Verstappen im Rückspiegel. Gott sei Dank haben wir den mal undercutet. Das werden auf jeden Fall sehr spannende 10 Runden. Das Podium im Visier in Richtung Sergio Perez. Aber vielleicht auch, wenn die Reifen richtig gut funktionieren, die Weißen werden jetzt auch nachlassen. Und das, so ist es auch. Perez richtig an Zeit verloren, aber natürlich auch an Bottas haben wir hier schon 4 Sekunden abgeknabbert. Ach du Scheiße, der will hier den Mexican Minister of Defense machen, aber nicht mit diesem Reifen, Bro, nicht mit diesem Reifen. Die sind so abgelutscht, diese Reifen, da wird's nichts mehr draus. Jetzt kommen wir hier in Richtung erster Kurve. Was für ein Run heute. Das Rennen macht so verdammt viel Spaß. Viel Überholmanöver und vor allem eine geniale Strategie, die uns sogar hier jetzt den zweiten Platz bringen könnte. Innerhalb kürzester Zeit, aber auch Verstappen, der holt hier auch innerhalb von kürzester Zeit auf. Die Reifen der Konkurrenz gehen ein und meine Reifen, ja auch langsam, aber ja, ich meine, die fahren da seit der 10., 12. Runde mit Weiß herum und ich fahre hier mit frischen roten Reifen, das ist einfach ein Traum. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Wenn ihr nicht auf Weiß steht, geht einfach zweimal auf Rot. Natürlich, wenn die Pace des Autos und euer Pace auf der Rennstrecke stimmen. Sonst, ja, wird es ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, hier jetzt noch. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Die zeige ich euch komplett. Eine Aufholjagd sogar noch zum ersten Platz, Fragezeichen. Es könnte wirklich noch sein, dass wir uns den Win holen könnten. Hamilton ist hier auf einem Schleichkurs unterwegs. Die Reifen nur noch ins Ziel bringen anscheinend. Und Verstappen ist auch... Nein, er wird es nicht mehr schaffen, Bottas zu holen. Verstappen mit der ähnlichen Strategie, ja, wird er uns hier nicht mehr holen. So, jetzt wird spannend. Ist Latifi hier unser Zündlein an der Waage? Unsere Reifen sind jetzt auch nicht mehr so komplett fahrbar. 50 hinten rechts und... Jetzt wird es so spannend, Leute. Es geht in Kurve Nummer 9 und 10. Und unten in der Suten, also sorry, in dieser Senke. Keine Ahnung, oh mein Gott, was ist hier los? Alter! Was soll das, Latifi? Was soll die Scheiße, Latifi? Warum, Mann? Was soll der Dreck? Mann, das hat das Ganze zerstört, wirklich. So unnötig und... das wird jetzt unmöglich werden, hier anzubremsen. Und so ist es dann auch. Ich verbremse mich hier und es ist nichts lenken gegangen. Ich konnte einfach, ja, es war so unnötig. Latifi zeigt wieder mal, dass er keinen Platz in der Formel 1 verdient hat. Es tut mir leid, ach man, dass diese Geschehnisse im letzten Sektor haben wirklich das ganze Wipe, den ganzen Wipe im Rennen zerstört. Das kotzt mich so an, dass ein Latifi so ein Dreck hier hinten zusammenfährt. Blue Flags sind Blue Flags und Vettel hat sich damals schon aufgeregt über diese Idioten, die einfach nicht die Blue Flagge sehen. Und auch heute, ich, ja, es tut mir leid, aber es war trotzdem ein verdammt geniales Rennen. Echt. Hamilton verdient gewonnen, der ist eine Mega-Strategie gefahren, bei Mercedes generell sehr konservativ, gelb, weiß, fertig. Ich dachte mir mit einer anderen Strategie nach dem verkackten Start, ja, vielleicht wenn ich nicht so viel aufholen hätte müssen, wäre eine Option mit Rot durchfahren, vielleicht, ich weiß nicht. Ah nein, ich glaube nicht, dass man mit einem roten und einem gelben durchfahren hätte können.
maybe 2-3 Runden rauszögern, dann auf 18, 19 und dann 12, 15 Runden, boah, das wäre wirklich richtig immer wieder auf so 80-90% Reifen gewesen. Da hättest du wahrscheinlich mehr verloren als gewonnen. Mega Rennen, Leute, wie fandet ihr es? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Und wow, ich freue mich für euren Support. Und hier haben wir das Siegerpodium. Bottas hat es noch geschafft zu verlieren, den zweiten Platz. Verstappen hat es leider nicht in die Top 3 geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Für mehr vom Lens, schaut gerne auf Fitz-Tobi auf TikTok vorbei, aber auch gerne auf Atom-Gaming auf Instagram. Links wie immer alle unten in der Bio. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Lasst doch gerne Daumen oben da. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen hier wieder oder auf TikTok. Und bis zum nächsten Mal und ciao.